Wollen wir wieder zusammen draußen spielen? Na klar. Kinder, Ruhe bitte. Setzt euch. Diese Woche befassen wir uns mal mit dem Thema Haustiere. Wer von euch hat denn ein Haustier? Wir haben eine Katze. Sie heißt Lola. Und wir haben Kaninchen. Die fressen gerne Salat. Wir haben einen Hund. Wir haben auch einen Hund. Und ein Meerschweinchen. Das ist so kuschelig. Also wir haben leider kein Haustier, aber ich würde gerne ein Haustier haben. Meine Eltern erlauben es mir aber nicht. Das ist voll gemein. Ein Haustier bedeutet viel Verantwortung. Man sollte sich das sehr gut überlegen. Wir können keine Haustiere halten, weil ich gegen Tierhaare allergisch bin. Das ist sehr schade. Leider sind viele Menschen gegen Tierhaare allergisch. Wir werden diese Woche Haustiere nachbasteln und ich werde euch viele Geschichten dazu vorlesen. Wenn ihr wollt, könnt ihr Bilder von euren Haustieren mitbringen. Dann können auch die anderen Kinder sehen, wie sie aussehen. Ja, ich habe Bilder von Bello und von Teddy. Ich werde meine Mutter überreden, dass wir auch ein Haustier bekommen. Meinst du, du schaffst das? Na klar, was denkst du denn? Ich bin doch Heinrich. Mama? Ja, Heinrich? Kann ich auch ein Haustier haben, bitte? Nein, Heinrich, wir werden uns kein Haustier holen. Bitte, Mama, alle im Kindergarten haben Haustiere, nur ich nicht. Na, alles stimmt wohl nicht so ganz. Ja, okay, aber ganz viele. Ich hätte gerne einen Hund. Wir arbeiten tagsüber und der Hund wäre ganz oft allein. Das wäre kein schönes Leben für ihn. Außerdem muss man mit einem Hund regelmäßig spazieren gehen, egal bei welchem Wetter. Na dann vielleicht ein Meerschweinchen oder Kaninchen oder Hamster. Nein, Heinrich. Auch kein Meerschweinchen, kein Kaninchen, kein Hamster, nein. Oder vielleicht eine Schildkröte? Lisa hat eine Schildkröte. Nein, Heinrich. Ich habe nicht so viel Zeit, mich um ein Haustier zu kümmern. Das mache ich, Mama. Versprochen. Ganz fest versprochen. Das ist zu viel Verantwortung für dich. Meine Antwort lautet nein. Menno, das ist so gemein. Gemein, gemein, gemein. Puh, die Diskussion ist beendet. Ich möchte davon nichts mehr hören. Hunde sind so süß. Im Kindergarten. Und Heinrich, bekommt ihr ein Haustier? Nein, leider nicht. Meine Mutter hat nein gesagt. Ein paar Tage später. Jetzt müssen wir nur noch schnell zum Bäcker, dann sind wir fertig. Ach, Frau Nachbarin. Hallo, Frau Meier. Ich habe da eine Bitte an Sie. Ja? Ich muss für ein paar Tage ins Krankenhaus. Und ich habe niemanden, der sich um meine Clara kümmern kann. Wer ist denn Clara? Das ist meine Schildkröte. Könnten Sie ein paar Tage auf sie aufpassen? Sie braucht nicht viel Aufmerksamkeit. Nur regelmäßig Futter und Wasser. Und vielleicht ab und zu etwas frische Luft. Ja. Bitte, ich kümmere mich um Clara. Versprochen. Na gut, wir machen das. Juhu! Oh, da fällt mir ein Stein vom Herzen. Vielen Dank. Eine Woche später. Na Clara, hier hast du Wasser und Futter. Lass es dir schmecken. Heinrich, hast du der Schildkröte etwas zu fressen und Wasser gegeben? Ja, gestern. Gestern und heute? Oh, muss ich das jeden Tag machen? Ja, natürlich. Du isst und trinkst doch auch jeden Tag. Okay. Am nächsten Tag. Hast du schon die Schildkröte versorgt? Puh, nee, ich wollte jetzt Fernsehen. Kannst du das nicht machen? Heinrich, du hattest mir etwas versprochen. Ja, ich weiß. Hier, Clara, dein Futter. So ein Haustier ist doch ganz schön anstrengend. Ich hab jetzt auch ein Haustier. Was? Wirklich? Was denn für eins? Ein Kuscheltier etwa? Nein, ein echtes. Eine Schildkröte. Im Ernst? Ja, naja, sie gehört mir nur für ein paar Tage. Ich kümmere mich um sie, wenn unsere Nachbarin weg ist. Oh, darf ich sie mal sehen? Klar, komm doch einfach vorbei. Das mache ich. Wir sollten Clara ein wenig an die frische Luft lassen. Komm, ich helfe dir dabei. Ja, okay. Hier in dem Auslauf kann sie nicht weglaufen. Und hier hat sie alles, was sie braucht. Nur Wasser solltest du ihr noch geben, ja? Ja, Mama, das mache ich gleich. Da freust du dich, was, Clara? So viel saftiges Gras, nur für dich allein. Hey, Heinrich! Hallo, Greta. Ich wollte mir mal die Schildkröte ansehen. Na klar, komm, ich zeig sie dir. Hier entlang. Hier ist sie. Hä? Oh nein, wo ist sie denn hin? Vorhin war sie doch noch da. Das Gitter ist sie nicht versperrt. Oh nein, sie ist ausgebüxt. Ich bin geliefert. Was soll ich denn jetzt Frau Meier sagen? Na komm, die ist doch hier irgendwo. Dann suchen wir sie.
Okay, na dann los. Clara, bist du hier? Hast du sie, Greta? Nein, leider nicht. Ich auch nicht. Ich bin jetzt wirklich geliefert. Wer weiß, wo sie hingelaufen ist. Wir finden sie nie. Frau Meier wird so sauer sein. Ach, Heinrich. Wirst du wohl verschwinden. Hau ab von meinem Kräuterbeet. Was fällt dir ein? Das hier ist kein Selbstbedienungsladen. Heinrich, denkst du das Gleiche wie ich? Ja. Juhu, wir haben Clara gefunden. Ist das etwa eure Schildkröte? Ja. Dann schafft sie auf der Stelle weg, bevor ich mich vergesse. Sie müssen aber nicht so unfreundlich sein. Das ist nämlich mal, das kann jedem mal passieren, dass das Gitter offen bleibt und die Schildkröte ausbückt. Das ist bei mir, bei meinem Hund auch mal passiert. Der ist einfach weggerannt. Dann müsst ihr besser aufpassen. In meinem Garten steckt sehr viel Arbeit. Das machen wir, versprochen. Meine Clara sieht einfach prächtig aus. Heinrich hat sich wohl sehr gut um dich gekümmert, was? Dann weiß ich ja jetzt, wo ich das nächste Mal dich unterbringen kann. Nächstes Mal? Hat euch das Video gefallen, dann vergesst nicht, uns zu abonnieren. Einfach auf den runden Kreis klicken. Und wenn ihr weitere Videos sehen wollt, hier sind ein, zwei zur Auswahl. Tschüss.